Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Hörgenuss des Monats. Heute ist schon wieder der letzte Donnerstag im Monat und das bedeutet ja auch für euch ganz, ganz viele Hörbüchertipps, Podcast-Tipps, was auch immer man irgendwie auf die Ohren bekommen kann, findet ihr heute bei mir und auch meinen lieben Kolleginnen auf den Kanälen. Die Mädels sind unten in der Infobox verlinkt. Die Playlist findet ihr ebenfalls immer da unten. Und natürlich seht ihr heute schon, was mein Hörgenuss des Monats ist. Beziehungsweise ist er eigentlich der Hörgenuss der letzten 3 Monate. Ja, man kann es hier gut erkennen. Ich habe die beiden echten Bücher hier. Das bedeutet, die Bücher waren trotz des Hörens ein Highlight und sie mussten im Regal einziehen. Und es ist die Nevernight-Reihe von Jay Kristoff. Man findet hier Band 1 und Band 2. Und die blende ich euch jetzt mal kurz, so ein bisschen Text und Musik mal kurz ein bisschen näher ein. In einer Welt mit 3 Sonnen, in einer Stadt gebaut auf dem Grab eines toten Gottes, sind eine junge Frau, die mit den Schatten sprechen kann auf Rache. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich relativ spät auf den Nevernight-Zug aufgestiegen bin. Ich habe immer mal was davon gehört, war aber so ein bisschen abgeschreckt von der Brutalität. Im Nachgang frage ich mich, jemand, der Game of Thrones gefeiert hat, was ja auch schon sehr brutal ist, der sollte von Nevernight keine Angst haben. Und ich weiß, dass es dann in meinem nahen Booktube-Umkreis 2, 3 ganz große Empfehlungen gab. Und dann war dieses Jahr der Zeitpunkt ja gekommen, dass auch der 3. Teil erschienen ist. Und die liebe Becky und ich haben dann gesagt, so, wir hören jetzt gemeinsam jeden Monat einen Teil und hoffen, dass es uns gefällt. Und ich glaube, es stand schon nach wenigen Hörstunden fest, dass diese Reihe uns definitiv gepackt hat. Die Reihe beginnt 2017 mit Die Prüfung, dann glaube ich kam Anfang 2019 das Spiel und Anfang diesen Jahres kam dann Die Rache. Die Hörbücher sind im Argon Verlag erschienen und der Sprecher ist Robert Frank und über den schwärme ich dann. Also da könnten 2, 3 Minuten des Schwärmens nur für seine Interpretation auf jeden Fall dabei sein. Insgesamt haben wir knapp 2200 Seiten, also es ist wirklich episch lang und ganz, ganz wunderbar und wir kommen auf 71 Stunden Hörgenuss. Ja, einfach ein Träumchen. So muss es tatsächlich einfach sein. Aber um was geht's in der Nevernight-Reihe? Wir sind in der Itrianischen Republik unterwegs und dort herrschen mächtige Männer, als Mia Coverell bei der Hinrichtung ihres Vaters zusehen musste. Ihre Mutter wird samt ihres kleinen Bruders in den Stein der Weißen geworfen, eine Art Gefängnis, und sie kann nur so mit letzter Kraft entfliehen. Und seit diesem Zeitpunkt sind die junge Mia nach Rache. Der Antiquitätenhändler Mercurio zieht sie dann groß, schnell findet man aber doch heraus, dass er gar nicht nur einfach ein Antiquitätenhändler ist. Nein, er bildet Attentäter-Assassinen aus und führt mir so auch zur Roten Kirche, die im Grunde dafür bekannt sind, dann eben Attentäter ausgebildet zu haben und die eben gegen Geld dann auch töten zu lassen. Dort stellt Mia aber relativ schnell fest, dass sie kein normales Kind, kein normales Mädchen ist, sondern eine Dunkelin. Und so lernen wir dann auch Herrn Freundlich kennen, die Nicht-Katze, einen Kater, der Mia begleitet, seitdem sie bei der Zerstörung ihrer Familie im Grunde gerade noch so die Flucht ergreifen konnte. Und er lebt in ihrem Schatten und nährt sich aus ihren Ängsten. Und das macht auch so ein bisschen diese Dunkelin aus, was sie im Grunde ist. Sie trifft aber unterwegs durchaus auf ähnliche Charaktere und sie ist nicht die Einzige, das kann man schon mal verraten. Diese Kraft in ihr macht sie zu etwas Besonderem und so steht Mia vor einem langen, epischen, spannenden, düsteren, grausamen und unglaublichen Weg, hat eine tolle Reise vor sich und wir können mit wunderbarem Hörgenuss dabei zuhören. Natürlich ist dieser Hörgenuss nicht nur als Hörbuch wunderschön, sondern definitiv natürlich auch als Buch. Wenn ihr gerne selber lest, dann ist die Geschichte definitiv etwas. Es ist High Fantasy,
die sehr derb ist, die sehr dunkel ist, die düster ist, die brutal ist, die auch die ein oder andere sehr explizite Gewaltszene, aber auch ihren erotischen Anteil hat. Man muss das definitiv mögen, man muss das wissen, finde ich. Es ist nichts, was ich einem Jugendlichen vielleicht mit 14, 15 in die Hand geben würde. Ich würde mal so sagen, ab 16 aufwärts, auch wenn Mia selbst ja jung ist und es deswegen vielleicht auch verleitet ist, als Jugendbuch zu sehen, ist es das für mich nicht. Es kommt von der Gewalt und auch den Sexszenen schon so ein bisschen an das Lied von Eis und Feuer, aber auch an die Witcher-Saga, die sich ja alles in diesem Dark-Fantasy-Milieu befinden. Und das muss man tatsächlich, finde ich, einfach wissen. Es geht nicht in die Richtung, ich sage jetzt mal Harry Potter oder Cassandra Clare oder Herr der Ringe, überhaupt nicht. Es ist High-Fantasy, aber sehr düster und brutal. Und das war tatsächlich auch was am Anfang, was mich mal so ein bisschen hat zurückschrecken lassen. Alleine die einleitendsten ersten zwei Kapitel waren schon richtig heftig, wo man sich so dachte, okay, geht das jetzt so weiter und finde ich das gut? Und ja, irgendwann fand ich das gut. Und die liebe Becky, ich spreche jetzt einfach mal für sie, fand das auch richtig, richtig gut. Es soll vom Tenor auch so ein bisschen sein wie die Bücher von Sarah J. Maas. Becky ist da ein großer Fan und hat auch immer gesagt, wenn ich diese Reihe mag, dann würde ich eben zum Beispiel auch Throne of Glass absolut feiern. Und ich glaube, dass das dann ein Projekt fürs nächste Jahr ist. Aber wir sind ja hier, um über die Nevernight-Saga zu schwärmen. Und das kann man auch. Denn diese Geschichte, diese Welt, diese Idee ist einfach unglaublich groß. Sie ist gut, sie ist innovativ, es ist bildhaft erzählt. Man ist förmlich bei den Reisen dabei, egal ob zu Land, ob auf Schiff, man riecht förmlich seine Umgebung, man ist bei Kämpfen dabei, man sieht förmlich, wie jemand den Dolch, das Schwert schwingt. Gefühlt hat man auch das Blut dann direkt im Gesicht. Es ist unglaublich, wie lebendig der Stil von Jay Kristoff ist, wie er einen mitnimmt und reinzieht und in den Bann zieht und einen auch gar nicht mehr so schnell loslässt. Also es gab keinen Moment in diesen 71 Stunden, den ich langweilig fand, den ich irgendwie gezogen fand. Überhaupt nicht. Es passiert so viel schon, ja, auch in unseren Leseabschnitten, wo man sich dachte, wie konnte das jetzt in zwei Stunden erzählter Geschichte alles passieren? Und man muss sich auch darauf einstellen, dass man liebgewonnene Charaktere verliert und was an Wendungen neu dazukommen, wo man dann wirklich mit offenem Mund davor sitzt. Neben dieser bildhaften und gigantischen, epischen Welt muss man aber auch einfach sagen, wie toll er Charaktere erschaffen hat. Nicht nur Mia als Protagonistin, es gibt natürlich auch viele größere Nebenrollen, die uns über die Bände begleiten, die uns ans Herz wachsen, die auch immer in Bewegung sind, die mit im Wandel sind, die aus sich heraus wachsen, die mit Mia einen Weg gehen. Wir haben auch Nebencharaktere, auch so ein bisschen Nebenstränge, die super spannend und interessant sind und die mir unglaublichen Spaß gemacht haben, diese Charaktere kennenzulernen, mit ihnen diesen Weg zu gehen, auch ein bisschen erwachsen zu werden und natürlich auch diesem Sinn der Rache sozusagen einfach zu folgen. Und wir treffen auf so unterschiedliche Charaktere, Typen, das fand ich einfach großartig. Das macht diese große Welt zu etwas ganz Besonderem und einfach so, dennoch so einzigartig, weil auch so viel Liebe ins Detail gelegt wird, dass eben Charakter nicht einfach kommt und wieder geht, sondern immer etwas zurückgelassen wird. Und natürlich auch bei mir als Protagonistin, die Geschichte wirklich über all diese Seiten trägt. Und das hat Jay Kristoff unglaublich gut gemacht. Also wirklich Hammer, was er hier an Charakteren geschaffen hat, an Erzählungen drumherum, an Dialogen, die auch zum Teil sehr sarkastisch sind, einen sehr schwarzen Humor haben. Und das muss man natürlich mögen, man muss damit schmunzeln und lachen können. Und man da einfach das Gefühl hat, da reden wirklich Menschen miteinander. Das ist so lebendig und echt und wie wenn man eben einfach Leuten auf der Couch im Grunde zuhört, wie sie von einer Reise berichten. Also nicht, dass mir jemand schon mal von so einer Reise berichtet hätte, aber großartig und alles ist da wirklich ein absolutes Highlight. Und es kommen so viele Kleinigkeiten dazu, die einfach dieses Buch, diese Reihe zu etwas ganz, ganz Großem machen. Das ist eine Geschichte, die mich, obwohl ich viel Fantasy lese, total überrascht hat, sehr abgeholt hat, mitgerissen hat und mich ganz, ganz tief hat dann auch fallen lassen in diese Welt. Einfach gigantisch gut. Besonders hervorheben möchte ich auch ein bisschen die Fußnoten, die sehr unterhaltsam sind, wo eben Jay Kristoff als Erzähler direkt mit uns als Leser im Grunde spricht.
Und auch tatsächlich im zweiten und dritten Teil habe ich super gelacht beim Personenregister und dem Rückblick auf den vorangegangenen Band. Das waren die spannendsten und lustigsten Personenregister, die ich je irgendwo gelesen bzw. in diesem Fall gehört habe. Und jetzt möchte ich noch ganz besonders hervorheben den Sprecher Robert Frank. Denn der war einfach der Hammer. Der hat die Geschichte nicht nur einfach gelesen, ich hatte das Gefühl, er hat die absolut gelebt. Er hat die Atmosphäre rübergebracht, er hat die Spannung rübergebracht, er hat verschiedene Stimmen verwendet, er hat die Charaktere auch so ein bisschen anders sprechen lassen und er hat es geschafft, dass die Charaktere, die schon von Jay Kristoff sehr besonders waren, die sehr tiefgründig waren, die Entwicklungen mitgemacht haben, denen eine Stimme zu geben, die zu ihnen passt und die sich auch entwickelt. Und das war einfach bombastisch gut. Wie er wirklich mit Worten und der Betonung, wie er da eine Atmosphäre geschaffen hat, eine Spannung, wie er Witz transportiert hat, ich fand das gigantisch gut. Und für mich ist Robert Frank ganz, ganz, ganz weit oben auf dem Sprecherpodest gelandet. Also da kommen wirklich nur, ich würde jetzt tatsächlich sagen, vielleicht nur zwei in diese Richtung, die so ein bisschen sich die Waage mit ihm halten. Fast schon, ich bin echt hin und weg und ich hätte das nicht erwartet. Mir hat Robert Frank vorher nicht viel gesagt. Ich weiß, dass er Bücher von Mira Valentin eingesprochen hat, aber sonst habe ich von ihm noch nie was gehört. Und ich war ab der ersten Minute gefesselt, gebannt und begeistert. Und wie er diese Geschichte trägt über 70 Stunden. Und das war einfach nur fantastisch. Also absolute Empfehlung für das Buch, für die Reihe, für die Hörbücher. Definitiv, die großartig produziert sind und die es eben dann auch einfach zum Hörgenuss machen. Ja, weil einen das eben ganz explizit auch mitreißt und mitnimmt. Also wirklich großes, großes Hör- und Bücherkino und wirklich eine Reihe, die ich nicht das erste und letzte Mal gelesen habe. Ich glaube, das ist definitiv eine Reihe, zu der man alle 4-5 Jahre mal wieder zurückkehrt, weil man einfach die Charaktere auch gar nicht so loslassen möchte. Also so geht es mir dann auch tatsächlich so am Ende des Hörens. Und ich einfach geflasht bin, ich einfach begeistert bin und ich einfach hin und weg bin und absolut verliebt bin in diese Reihe. Und ja, ich merke, dass mein Herz definitiv ganz, ganz, ganz tief im Fantasy verankert ist und man darf sich dagegen, glaube ich, einfach gar nicht wehren und sollte ganz viel von dem lesen, was einen Freude macht und das ist in dem Fall Fantasy und ich bin so happy, diese Reihe entdeckt zu haben, sie gemeinsam mit Becky genossen zu haben, auch in dem Austausch, hier kann ich auch gemeinsam lesen, immer wieder empfehlen, weil das einfach was ganz, ganz Besonderes ist und ich denke mal auf Empfehlung von der lieben Becky werde ich wohl dann tatsächlich im nächsten Jahr einfach mal mit Throne of Glass anfangen und mal schauen, ob die Geschichte, wenn sie in so einem ähnlichen Kontext irgendwie in so einer ähnlichen Umgebung spielt, ob die mich auch begeistern kann. Aber Jay Kristoff hat es definitiv mit der Nevernight-Reihe geschafft und bin da einfach happy, begeistert und habe jetzt, glaube ich, genug geschwärmt. Ich bin sehr, sehr gespannt, über welche Hörgenüsse, Hörbücher diesen Monat meine Kolleginnen plauschen und schwärmen und bin natürlich auch gespannt, ob ihr Hörbuchfreunde seid. Und welches Hörbuch euch zuletzt begeistert hat. Und dann bin ich natürlich neugierig, ob ihr die Nevernight-Reihe bereits kennt. Lasst uns da gerne in den Kommentaren ein wenig austauschen. Ihr findet, wie gesagt, alle anderen Kanäle und die Infos zu den Büchern auch in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.